Hallo und willkommen zu einer Folge Disney Speedzone. So, wir sind jetzt hier im nächsten Singleplayer-Level, wo wir unter den ersten drei kommen sollen und zwar mit dem Boost benutzen sollen. Die ich letzte Folge auf jeden Fall ja immer vergessen habe, also. Ja, gut, wenn ich diesmal nicht vergesse. Der geht immer viel zu schnell zurück, das Teil. Ja, denn, wenn du den zweiten Gang bist, dann Gas geben. Noch einmal Boost. Geht. Was? Darf man auffahren? Boost haben wir eingesetzt. Schon wieder vorhin runter. Wäre schon 102. Okay. Jetzt sind wir 102. Schönes Tor geschossen. Oh lol, das verdreht die Steuerung. Alter, das war ja mega mies. Holy shit. Warte mal, besser drauf fahren. Ist das jetzt schneller? Das sieht eigentlich sehr viel schneller aus, eigentlich, wenn man das mal so nimmt. Double Kill. Hau ab. No! Ha! Ich will noch ein Gras fahren. Da geht zwei Kräfte vorne schon, oder? Ich muss noch mit Dritter werden, um Gras abzuschießen. Nein, ich hab die Booster nicht bekommen. Oh, das ist erst geworden, der dann auf 14. Ja, 400stel. Unterschied nun hier. Die neue Farbe, neuen Reifen und wieder so ein Verbesserungsteil. Ich glaube, die spare ich mir erstmal auch ein bisschen Charakter, wo ich denke, den würde ich lieber fahren als Mickey Mouse. Falls ich mir einen neuen Charakter ja mal auf freischalte, richtig. So, Drifte 100 Meter, 200 Meter, okay. Ich will mich nicht verbessern. Was soll ich mir einmal verbessern? Ach, mal einmal machen, das ist ja davon das sollte. Hier ist ja im Vorhinein Level 2 auch gewesen, obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das einen großen Unterschied macht. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen komisches System dennoch nicht, weil dann, wenn ich jetzt quasi ein Online-Rennen fahre, dann muss ich da dürfte ich ja nur gegen Leute fahren, die genauso geboostet sind wie ich, weil sonst wäre es einfach unfair, wenn die ihre Charaktere einfach schon auf Platz ich Stufe 10 oder so, wo das nachher geht, hochgeboostet haben. Wäre es einfach unfair, wenn ich gegen die dann fahren würde. Das müsste eigentlich immer nur die Leute fahren, die dann quasi auf dem selben Level sind wie ich. Alter, hol dir das auf Kurve. Ich bin ja schon 200 Meter gelöst, das waren noch keine 200 Meter. Tja. Thank you.
Prüf mal gerne da. Das war's, glaube ich, auch nicht. Der her. Also, das war schon mal echt knappe Rennen hier auf jeden Fall, ey. Hier wäre ich eigentlich ganz gut hier, wenn wir die Längste fahren. Das wollte ich gar nicht, wollte eigentlich noch knapp vorbeifahren, irgendwie. Was ist denn ein Zeitpunkt, wo ich gegen Abklapp mache? Das wollte ich ja. Ich so ein bisschen, ne? Ich hab doch mal eher nichts. Schade. Egal, erster gewonnen. Auf jeden Fall sehr knapp. So. Mach ich auch nächstes Rennen. Was mal wieder was einfordern? Nee, wieder eine neue Farbe. So. Kommen wir erst in drei. Werde erster oder zweiter. Gewinne das Rennen. Okay. Mickey Mouse, at your service. Das heißt, hier wäre schon gut, wenn wir das Rennen gewinnen würden. Muss aber nicht. Ist halt nur die Belohnung dann besser wahrscheinlich so, ne? Also oder die Erfahrung, keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Aber Dritter sollten wir schon werden. Weil wir müssen jetzt Erster werden, ist ja die Frage. Aber wenn ich Erster bin, bin ich logischerweise auch Zweiter oder Dritter. Was ist die Mission? Ein guter Start. Ach, komm mal jetzt. Lass mich jetzt vor meiner Kiste noch durchgehen. Sag mal, Drift machen wir auch. Das ist geil, Ding. Also, Drift brauchst du nicht nur um deinen Boost aufzuladen, weil an sich die Kurvenlage von dem Ding ist schon ganz nice. Aber jetzt wird die Kurve hier. Ja, klar, an sich, Boost aufladen ist natürlich immer noch besser als nicht aufladen. Also, man sollte halt schon driften. Aber so ein, um die Kurve rumzukommen, brauchst du das auf jeden Fall nicht. Schade, wir haben nicht getroffen. Wir nehmen mal die Rampe. Krasser, dass wir wieder den Kombo kommen, so ein krasser Sprung, aber da war ja gar nichts. Alter! Was war das? Eigentlich wie ein Boost, weil ich sagen würde. Donald, geh weg. No. Oh Gott. Ich bin übersprungen, wollte ich springen. Oh, erste Runde war auch wieder knapp, ey. Also die Runde ist ja so knapp, ey. What the fuck? Wer ist denn dieser Best, bitte? Ah, lol. Zum Schlag der Lüge, gell.
Optimale Leistung, du warst schneller als erwartet. Ich habe noch einiges von dir zu lernen. Okay, wir haben jetzt 10 mal Donald bekommen. Können wir so den Donald freischalten, ist die Frage. Wenn ja, wissen wir auf jeden Fall, dass wir 10 Stück brauchen. Also sieht so aus, okay, wir brauchen 10 von den, was war das, Scherben. Fähigkeiten ansehen. Fähigkeiten verschiedene Mode, je nachdem wie sie startet. Ziemlich cool, oder? Schau dir irgendwie an. Die haben diese, ich kenne jetzt verschiedene Fähigkeiten. Haben jetzt zum Beispiel nicht diese komische roten Bumerang von Mickey Mouse und so? Die kennen wir. Den kennen wir auch. Das heißt, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Krass. Den man aber auch aufleveln kann, wie mit Scherben. Warum kann man die Charaktere. Also irgendwie finde ich das Charaktere-Leveln in einem Rennspiel nicht so geil. Weil im Online-Modus stelle ich mir das ein bisschen. Also, naja, also wenn es ein gutes Matchmaking hat, das System, dann okay. Aber wenn du die ganze Zeit gegen Leute fährst, die dann ihre Charaktere hochlevelt haben, da hast du ja gar keine Schnitte. Und wenn man selbst die Fähigkeiten hochleveln kann und die Charaktere einzeln auch nochmal. Den komischen Boost dann da. Naja, aber Donald ist auch nicht so unbedingt ein Charakter, wo man denkt, geil, das kann ich Donald spielen. Also, ich schon, Kapitel 3 schalten wir dann Goofy frei. Beziehungsweise wahrscheinlich Ende Kapitel 2 für Kapitel 3 dann. Okay, für heute war es das aber erstmal wieder. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.